Moin Freunde und herzlich willkommen aus dem Regen. Hallo. Ja, Kilian zieht sich noch gerade um. Ja, wir haben jetzt leider kein Aufbauvideo, das haben wir schon mehr oder weniger gemacht. Es hat leider angefangen zu schütten, es ist jetzt ein bisschen weniger geworden. Ja, wir angeln wieder am selben Teich wie immer. Momentan haben wir noch nichts anderes. Wir wollen uns aber, wie gesagt, noch weiter vortasten. Nur bis jetzt, letztens haben wir eine Forelle gefangen und wir denken mal, dass da noch ein paar mehr drin sind und auch die Karpfen wurden häufiger. Und wollen natürlich versuchen, noch ein paar mehr zu befangen. Bis dann. So Leute, jetzt Zelt aufgebaut, ich umgezeltet, umgezogen, Dankeschön. Und jetzt am Wasser, mach gleich meine Montage. Wie Niklas wahrscheinlich gesagt hat, gehen wir gleich ein bisschen auf Forelle. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich es aufgebaut habe. Ich hoffe, dass ich das relativ schnell hinbekomme. Und entweder setze ich mich dann ans Wasser oder ins Zelt und warte, bis meine Angel fertig ist. Bis dann. Mensch Leute, wir haben tatsächlich was gefangen. Wisst ihr, wie er aussieht? Ja, er. Ich. Wisst ihr, wie er aussieht? So. Vergleich meine Hand. Ich kann nehmen die Hand. Nee, komm her. Vorsicht. Sag mal kurz her. Das ist ein Giebel. Ein Giebel. Ja. Ein Giebel. Leg ins Wasser. Wo ins Wasser? In den Pott da. Wir weichen später wieder rein. Was ist das jetzt im Wasser? Das ist normales Wasser. Zum Teich. Jo, eine geile Forelle. Ich hol den Kescher. Sorry, dass ich jetzt gerade so ein bisschen verkrüppelt filme, aber okay, komm her. Nicht mit dem Kescher danach. Boah, Junge, der ist. Nein, warte noch. Ja. Der ist doch viel zu. Okay, jetzt ist er draußen. Einfach nur reinhalten. Ich zieh ihn Ja. rein. Oh Gott. Ja. Armin. Nimm die Kamera. Nimm die Nimm Kamera. du. Achso. Hast du schon ausgemacht? Nee, ne? Nee, nee, läuft noch. Nicht auf die Abhackmatte. Ganz ruhig, Kumpel. Ja, hätten wir noch ein bisschen drin lassen sollen. So, jetzt sehen wir einmal kurz, wie man die Fische betäubt. So, also nur um das jetzt klarzustellen, das ist wirklich keine Tierquälerei. Der wird betäubt. Der wird sofort betäubt mit einem geraden Schlag auf den Kopf. Also, ja. So. So, der ist jetzt betäubt. Ihr guckt, wo ist der, das Moment, ist Moment, Moment, Moment. Das meiste ist direkt unter der Brustflosse. Stecht ihr einmal. Mal reinstechen. Rein. Ganz rein am besten. So, ihr ein seht ja auch schon, lassen. Gut quillt raus. Der macht nichts mehr. Ich kann ihn hier anpacken. Der macht gar nichts. Kann ich jetzt umdrehen. Und dann machen wir es ganz einfach. Wir gehen hinten in den After. Gehen wir rein. Und schneiden den dann komplett über den Bauch auf. Leute, ich laufe jetzt gerade schon mal mit meinen Sachen hier auf die andere Seite des Teiches. Ihr seht es gerade vielleicht. Wir sind jetzt heute auf der anderen Seite, weil immer wenn wir die Köder hierher geworfen haben, sind sie eben, haben sie mich hier angebissen und hier ist jetzt auch Niklas. Hallo, hier. Und ja, wir können uns ja mal kurz auf den Teich drehen. Genau, also wir haben diesmal haben wir einen etwas anderen Angelplatz genommen. Der alte war, ja, also wir haben jetzt die andere Seite des Teichs genommen. Ihr seht auch, da hinten ist jetzt der Steg, da saßen wir eigentlich. Wir hatten letztes Mal hatten wir nicht nur eine Forelle gefangen, sondern gleich drei. Allerdings gab es dabei einige Komplikationen, unter anderem weil es zum Tode geschüttet hat. Und die Angel ins Wasser gefallen ist. Genau. Hier vorne, ich kann sich immer. Vorne hatte ich eine Angel auf dem Steg liegen, hat Fisch gebissen, hat sofort ins Wasser gezogen. Jo Leute, ganz kurz, ganz schnell. Ich bin hier gerade im Schnitt von unserem neuen Video. Der zweite und dritte Angeltag. Und mir ist aufgefallen, dass uns ein paar Aufnahmen fehlen. Deswegen jetzt einmal ganz schnell von mir. Dass wir nach dem, was ihr jetzt gesehen habt, folgt eigentlich fast ein Live-Biss, kann man fast sagen, und ein paar Auswürfe. Aber es fehlt halt so ein kleiner Teil dazwischen. Nee, ah. Ah, ich dachte, die Pose war ganz gut, ne? Ah. Ah, na gut, nochmal raus. Oh, scheiße. In die Bäume gesetzt. Direkt in den Putz. Ach ja. Warte, Vorsicht. Gib den Tipp, wenn du was im Busch hängen hast, ne? Geh immer so die Schnur gerade. Ja.
So Leute, wir haben jetzt nochmal wieder gewechselt, allerdings machen wir diesmal die Methode. Kilian filmt nicht, Kilian sitzt da, ich sitze hier und das müsste eigentlich besser funktionieren. Bis dann. Kilian hat was? Hat den Köder nicht mal geschluckt, kommst du hier rüber? Ja, warte. Nicht rausheben, okay? Ich war ein bisschen ran. Das ist keine Schleier. Schleier hat eine andere Körperform. Ich muss mal ein bisschen näher ran. Einfach noch rüber bewegen. Nein, hör auf. Näher ran. Nein. Oh, das ist ein Kopf. Stimmt. Oh, könnte auch ein Giebel sein. Hab ich schon. Ich mach das. Oh, Junge. Ich film doch schon die ganze Zeit. Also, du filmst schon die ganze Zeit. Aber der ist so klein, den könnte man rein theoretisch auch aus der Angel raus. Nee, darf man. Soll man nicht. Fuck you, Fisch. Fick dich ganz ehrlich. Er zählt als gefangen. Nein. Er zählt als gefangen. Oder war nicht anders. Wir waren nicht an Land. Natürlich waren wir an Land. Ach du, komm rüber. Ja. Ausdrillen. Nein, komm aus dem Steg wieder her. Also eins ein bisschen rausziehen. Akkuladung niedrig. Schau mal raus. Ja, warte. Ich nehme mal den. Willst du mich verarschen? Jawoll! Wie war das noch? 2-0. Oh, fand ich auch Land. Ist mir egal, 2-0. Das war schon der zweite Alter. Oh mein Gott. Mach die Kamera aus. Ja. Ende dann jetzt auch dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben, wie gesagt, auch vergessen, das Ende zu drehen. Deswegen mache ich jetzt kurz hier aus dem Schnitt. Man kann es ja vielleicht so ein Stück weit sehen. Und ja, wir würden uns über ein Abo freuen. Hier könnt ihr unser neues Video ansehen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!